In der Lobby sitzt er schon. Ja. Da ist schon kleiner harte Action. Sind auch durchgehasselt. Look at my life. Feel my pain. When it comes to me and you, we're not the same. This is so far from a game. Lockspiel Gang. Einmal bannen. Das wird gleich witzig hier oben zu tauschen. Jarek, wie komme ich nach Beobachter hin? Da reingehen. Ah, okay. Ja, das war ein schwierige Situation, ich weiß. Die Logos, müsst ihr euch jetzt aktuell, denke ich, gerade 5 Sachen gleichzeitig machen, das ist nicht so meins gerade. Nein, nicht Alertbox. So. Es wurde jetzt Ascent gebannt. Okay. Dann Hangover. Map 2. Bannen. Ascent ist jetzt gebannt. Moment, Ascent bannen. Wo ist Ascent? Da, ich bin gerade doof. Bind ist gebannt. Bind ist gebannt, Leute. Damit wird es jetzt entweder Best Map Split oder Haven. Okay. Lock. Welche Map? Haven oder Split? Wahrscheinlich Split. Split beste Map? Da kannst du Split deine Erfahrung lassen. Ihr müsst nämlich wissen, jetzt mal der Coco-Caster hier. Ist mega krass. Ne? Split wird es. So, okay. Hangover. Welche Seite? Zuerst. Es wird auf jeden Fall Split. Finde ich gut. Beste Map. Damit fing gestern an. Hiernach übrigens kein Match mehr. Danach geht es dann nächste Woche weiter. Wir werden einfach mal gucken, wie wir das Freitagsspiel nochmal nachholen werden. Haven ist jetzt gebannt. Genau. Zack. Ja. Verteidiger. Okay. Alles klar, die Aufteilung ist, glaube ich, aber schon so richtig so, ne? Ich habe dir nochmal Rechte, aber mach keinen Schmu. Alles klar. Nichts. Alles klar. So. Ist durch. Dann frage ich einfach mal, alle ready? Alle Reezy? Belastend. Ja, das Turniermodus. Das heißt, weißer Bischof kickt rein. Man könnte auch Black Lives Matter sagen, warum ist der Bischof jetzt schwarz, aber. Das Fass machen wir jetzt nicht auf. So. Okay, ich hoffe Stats. Ich weiß schon, warum ich nicht da ist. Ja, 0-0. Gerade eben fix. Übrigens, als das Match gerade eben anfing mit euch, hatte ich den etwas anderen Bug, da stand 6-6 zu Beginn. Echt? Ja. Krass. Fand ich nice. Habt ihr mit 6-6 angefangen? Ja. Tell me more. Wie ist das jetzt? Weil ich bin jetzt der Beobachter. Kann ich jetzt einfach so zwischen Leuten hin und her wechseln? Du kannst jedem zuschauen, ja. Ach so. Einfach auf Maus klicken. Links gehst du in die eine Seite, mit rechts klick in die andere Seite. Okay, gut. Genau. Aber wir teilen nicht dasselbe Bild, ne? Nee. Nicht, dass ich jetzt dann irgendwie dein Bild irgendwie wegverlaufe. Nee, das kannst du nicht. Auch leider nicht. Das wäre auch praktisch, wenn man mehrere ist, dass man auf die gleiche Sicht hat. Aber, wie gesagt, wenn der Pausenbildschirm nur weißen Bildschirm hat, dann. Ja. Na. So, auf jeden Fall wieder ein brandneues Match. Gab es auch vorher noch nicht, diese Konstellation. Das. Oh, krass. Hangover das gegen Röstelgang spielen muss. Schockpfeil. Das ist ein Schockpfeil auf jeden Fall am Schlüssel. Wahrscheinlich ja. Nacken geht nicht hin, die. Das war ein guter Pfeil. Auf jeden Fall. Aber es ist schon krass, dass man gar nicht so krass A-Push, ne? Ja. Das kannst du dir doch vielleicht so ein bisschen abgucken, Sven. Ich meine, ihr habt jetzt eure Gruppenphase. Eure Gruppenphase ist ja jetzt zum Beispiel jetzt vorbei. Könnt euch ja jetzt hier vielleicht ein bisschen gönnen. Genau. So. Oh, auch krass, wie man Jets zu spielen kann. Und Angreifer gewinnt die erste Runde. Lockspiel Gang. Ne? Für die ist theoretisch auch nur der dritte drin. Ne? Dann wären sie vor euch. Ja. Dann hätten sie den Heimvorteil in der Playoff-Phase. Ach so. Also euer Gegner steht. Also die Matchups stehen quasi schon fest. Jetzt wird Eierschaukeln über. Oh nee, ist okay. Ich muss was in nee, dann wechsle ich weg. Das war nicht witzig. Ah, out of context, weißt du, da hab ich nicht gerechnet. Sorry. Jet und hier. Ich weiß, warum Iggy nicht da ist. So, jetzt geht's über die Mitte. In der Lobby sitzt er schon. Ja. Da ist schon kleiner harte Action. Sind auch durchgehasselt. Aber auch ziemlich krasser Push wieder. Ja.
für dich. Gut, den Weg blockiert. Der Heal ist Zeit auch schon da. Commentary mit dem dritten Kill in dieser Runde. 2:0 Führung. Für die ganz bekannt, 2:0 hinten zu liegen. Kalter Schuss von 4 gerade. Aber krass, ne? Was denn? Wie schnell die einfach vorpirschen und dann einfach alles so reibungslos abläuft, weißt du? Ja, das ist auch bei Mutterhosen mal für genau das gleiche Spiel gewesen. Mutterhosen macht ja hat einfach Mindgames vorne auf Band gegen euch getrieben. Als ob die es alles schon richtig so einstudiert hätten. Mhm. Am Anfang habt ihr gut rotiert, aber irgendwann wurde dem wieder langsamer. Da war der einfach verwirrt, weil ihr die Geräusche nicht mehr richtig deuten konntet. Genau. Das kommt man schon mehr. Da ging mal Teleporter, so. Dann war er wieder weg und alles. Mhm. Ja. Man rechnet nicht mit dem guten Trusty Molo. Noch einen mitnehmen. Plant incoming. Spike platziert. Das war jetzt nicht so gut platzierte Schüsse. Mhm. Wisp hat den nächsten gesehen. Wisp. Jo, next. Und der letzte. Oh. Ah, den hat er auch nicht gesehen. Schade, schade. Aber 3-0 heißt natürlich nichts. Auf Split haben wir letztens ein 8-3 gehabt und das andere und die mit der 3, die hinten standen, haben am Ende noch das Spiel gedreht. Also selbst 5 Vorsprung heißen ja absolut nichts. Von daher. Was findest du denn? Ist Split mehr eine Angreifer-Map oder eine Verteidiger-Map? Ich finde alle Maps, also Inki hat es ja auch schon erklärt, alle Maps sind an sich sehr komplett balanced. Also. Komplett balanced findest du? Ja. Ich verstehe es voll und ganz. Sonst sehr gut für den. Sonst halt im Vorteil für den Verteidiger. Also, ja. Eigentlich stimme ich dieser Aussage ziemlich zu. Alter, was. Mein Ohr. Das geht ja. Mein Ohr, ey. So, jetzt geht's in Richtung Mitte. Da wird verschoben. Commentary ja. Von hinten. Mori gewinnt oben im Battle. Es wird leicht verschoben, noch nicht alle, aber jetzt auch der Rest. Nächste Begegnung. Leider auch nicht mehr gesehen. Okay, Felsch hat eine Mauer platziert. Und. Genau. Battle von innen. Bitte. Durch den Smoke, alles klar. Die Jett hat geregelt. Jo. Sie haben einen Draht gefunden. Ja, im Zweifel immer für den Verteidiger. Genau. Also je krasser man ist, desto mehr Balance ist das Ding, aber. Was sonst eigentlich hat der Verteidiger. Im Zweifel immer Verteidiger. Eigentlich immer. Mhm. Finde ich. Finde ich eigentlich auch. Ja. Skaria jetzt am Defenden. Wie gesagt, wenn Ember das. Einfach Bescheid geben. Rot ist für. Die Blockspielgang und blau, türkis ist die, ist Team Hangover. Gute Frage auf jeden Fall. Das Vorstellen vergisst man zwischendurch. Aber ja, die, Blockspielgang fängt an mit Angreifen. So, 2-3 Aufteilung. Fokus aktuell bei B, einer Mitte. Und 2 auf A und begutachten die gleiche Ecke. Weiß nicht, ob das gut ist, aber da ist jetzt auch der Fokus. 2 gehen jetzt in Mitte. Ja, geht ziemlich A-lastig jetzt. Ja, Killjoy aktuell alleine. Aber Ulti kickt. Omen setzt auch seine Ulti rein, um auf die CT-Seite zu kommen. Schade. Krass. Der hat das einfach wieder rasiert. Mhm. Killjoy Ulti hatte jetzt nicht so viel Einwirkung gehabt auf das Match vom Feeling her. Der nächste über Mitte. Ein gelebender Spieler. Makellos. Wow, noch mit dem dritten hinterher. Schade. Hat Trusty Molo eine gute Situation gehabt, auch wenn ein bisschen. Aber war natürlich low dann. Ja genau, gegen Blockspiel habt ihr krass gecomebackt, also muss auch sagen, das war bisher der krasseste Match, was ich jemals gecastet habe. Oder gesehen.
um das noch weiter um ein bisschen auszudehnen. War schon auf jeden Fall cool, das erste Match, was auf jeden Fall jetzt so stattgefunden hat. Also fing ja an mit dem zweiten Spieltag, da war das bisher das absolute Top-Match. Los doch, auf geht's! Und auch das ausgeglichenste, sag ich einfach mal. Hm? Auch wenn Sven sich immer große Mühe gibt. Ich versuche es wirklich, aber ich bin einfach nicht gut. So, Mori Battle, Quatsch, Mori Battle, Omen gegen Jet Battle. Mori Battle. Wo ist jetzt die? Über Mitte? Oh, oh, oh. Mori war nämlich die andere. Mr. Morgame hat gebettelt, ja. Wo ist noch mal eine gute Option? Oh. Kein Chance gegen so viele auf einmal. Kein Chance. Vielleicht mit der Orb, Lucky Headshot und dann einfach alle drei hintereinander. Aber. Na schade. 6-0 bisher. Hangover kommt nicht so rein. Nee. Blockspiel gegen Herz ein bisschen zu ernst genommen, als ich gesagt habe, 13-0 und sie wären auch Dritter. Ja, ja. Ich glaube, das könnte ihre Motivation sein, aber wie gesagt, Hangover kann es immer noch reißen. Das Comeback ist real, das hat man schon im ersten Game schon gesehen, gestern. Ja, wer es verpasst hat, der Judge wird schon ausgepackt. Sonst, ziemlich auf Sturmgewehr. Wir sind noch eine Pistole, ein Stinger, aber auf Seiten. Ah, man sieht hier schon eine klare Dominanz von hier Blockspielgang. Genoss. So, Commentary geht wieder vor. Seht ihr Bot? Schnellanflug, die Öko und noch zwei mitnehmen. 2-2 austauschen in der Lobby. Aber jetzt wird natürlich die mit Mobi nochmal wiederbelebt. Wisp. Muss jetzt regeln. Schade. Schade, schade. Aber gegen viel auf natürlich eine schwierige Situation. Auf jeden Fall, aber die Aktion von Dio, die fand ich irgendwie ziemlich cool. So rüberspringen und dann noch mit dem Messer werfen. Das war cool. Dein Ziel für die Playoffs. Eine coole Aktion. Wenn ihr übrigens Fragen an die Nightmare Hunters habt, ne? Wir haben aktuell den Stellvertretenden, der Stellvertretenden, der Stellvertretenden, der Stellvertretenden von Nightmare Hunters dabei. Ja klar, Teammitglied Nummer 5. Nee. Oh Mann ey. Ja, aktuell sieht es schwierig aus. schwieriger Start auf jeden Fall. Aber kann sich alles noch drehen. Blockspiel Gang hat ja auch im letzten Spiel schon gezeigt, dass sie gar nicht so kacke sind. Geht in Deckung! Natürlich absolut korrekt hier. Käfig ausgelöst. Okay. Jetzt Käfig-Action. Schöne Race-Ulti. Zweimal anhitten, war drin. Ja. Jetzt kann Wiz nochmal regeln. Jetzt kriegt der Besuch von allen Ecken. Schwierig. Kennt man. Keine Chance. Wenn du von allen Ecken angegriffen wirst, dann steigt der Stress und man ist vielleicht auch mal überfordert. Auf jeden Fall. Passiert nun mal. Aber alles drin, allein der Wechsel kann auch noch Sachen bewirken, hat man auch gesehen. Bei den Unterhosen-Mafia, als der Wechsel dann drin war, dann ging es halt noch, dann war der Fokus auch immer noch krasser und, ne? Ja, vielleicht kann man als Team einfach nur eine Position gut spielen, quasi Angreifer. Und als Verteidiger ist man halt nicht so gut. Ich bin mal gespannt, ob sie hier. Als Angreifer hat die Unterhosen-Mafia von auch schön Mindgames getrieben. Weil die Hack mit Hangover kannst du ja auch versuchen, in dem Bereich vorzugehen. Von daher. Warum nicht? Man soll nie sagen, ein Match ist zu Ende, bevor es zu Ende ist. Deswegen. Es kann immer noch alles passieren. Schauen wir mal. Die Drohne sagt: Hi. Schade, war schon ein Nacken. Down. Ich carry out. Wisp kommt angeschlichen. Ja. Oh. Und man hat es natürlich gerochen. Natürlich auch bekannt. Was willst du machen? Der kommt unterwegs. Ja. Trusty Molo noch da. Mit dem dritten. Ach krass. Mit dem vierten. Sehen wir das zweite Ace? Jetzt wird es spannend, Leute. Aber erstmal sieht es nach einem Jet-Battle aus. Ein überlebender Spieler. Okay, Ace oder 9-0? Alles drin quasi.
Oh, schade. 9-0. 9-0, ja. Schon krass. Aber gut gemacht auf jeden Fall von Trusty Molo. Ich sage mal kurz die Steps hier. Nein. Können wir die so nachgucken? Mit Tab oder wie? Nee, doch. Wenn ich hier Sachen erzähle, ja? Dann ist er das so. Ja. Aber Chat hier. Aber nein, ja. Okay, Alles gut. So. Ja, alle haben wieder Full Ball. Leichte Rüstung natürlich noch auf Seiten von den Hangovers zu sehen. Chat Uldi. Das wäre LOL. Sven lernt Sachen kennen. Krass. Also, Sven Jet Main. Also, ich bin begeistert, wie man das so spielen kann. Ja. Wissen wir vorsichtig, die Jürgen muss dran glauben. Ich weiß genau, wo ihr seid. Cypher Ulti. Posi bekannt von allen nun. Also, ich würde besser abhauen. Commentary kriegt jetzt Besuch von beiden Seiten. Spike. Jetzt in der Mitte. Yo. Anschlusstreffer könnte sein. Defenden. Trusty Molo wieder in der ähnlichen Situation wie gerade eben. Letzter Mann. Jetzt allerdings muss er auch noch verteidigen. Die Bombe. Den Spike noch mitverteidigen. Ja. Also kleiner Vorteil ist drin. Er hat sich einfach. Noch 30 Sekunden. Rein. Jetzt natürlich noch der Nachteil. Ja, schade. War schwierig. Da kann man nicht aber viel machen. Auch wieder gut gemacht von der Burgspiel Gang, diese Aufteilung, dass man den Fokus dann auf zwei Mann umsetzt. Aktuellen Szene Rush. Eine kleine Winstreak hier, aber immer noch alles drin. Auch bei einem CS kann es immer noch 15-15 werden, ja. Also kann es auch hier theoretisch 12-12 noch gehen. Angreifer bisher 10 Wins rausgeholt. Die Schatten bewegen sich. Aber warten wir von erstmal ab. Oh! Trusty Molo? Jo. Der ist krass drauf heute. Also ja, der will. Ja, der Witz ist. Er will, ja, das ist natürlich auch immer eine Sache, die man nicht will. Auf jeden Fall, jetzt wird rotiert nach A. Auch Omen hat es nochmal angekündigt. Man will natürlich nicht zu Null verlieren, das ist natürlich auch immer eine Priorität. Number Uno. Wenn es schon mal scheiße steht. Und danach geht es dann nochmal weiter in die nächste Stufe. Wir können. Nochmal regeln. 13-1 sagst du. Ich merke schon, die ja, ist natürlich alles geskriptet hier, ne? Ist ja klar, deswegen machen wir das immer so ein bisschen extra spannend. Wall, jetzt in der Situation 5 gegen 1. 4 gegen 1, Entschuldigung. Und das AP, schwierig, natürlich Trusty Molo wieder mit dem 4. Mit dem nächsten 4er. Also Trusty Molo eher in der Tendenz, Torschützenkönig und weniger Ace-Meister. Mhm. Oder Killschützenkönig? Killschützenkönig. Geiler Begriff, ich lasse ihn so, damit Eki noch abgefangen ist. Der mag solche Begriffe. Ich bin ja das so. Ich find's gut. So. Aber ich bin eh der Typ, der es immer sagen muss. Oder? Nee. Okay, 10-1 auf jeden Fall. Es kann jetzt. So ein Unterschied kann halt auch schon wieder viel bewirken. Letzte Runde vom Wechsel? Ja. Ich bin jetzt ziemlich B-lastig. Aktuell bei B, 2 Mitte. Odin kickt Raad rein. Blind ist drin. Können Sie jetzt rotieren? Sie rotieren. Trust Molo, ein netter Gedanke, aber. Command steht natürlich gut versteckt. Was für Nacken weiß natürlich nicht, dass er alle schon rotiert haben. Ding. 2 Mitte, 3 jetzt auf Fokus auf A, werden vermutlich jetzt die Bombe legen. Nur Wisp ist der Einzige, der jetzt gerade so in der Nähe ist. Dafür wird das Gegenteil
zu machen. Blind ist drin. Könnt noch einen mitnehmen. Odin klickt hart rein. Kennt man, ja. man kennt's einfach. Odin ist es. Hallo, unterwegs nach Hause. Kurz einmal den Garten besucht bei dir. Omen ist auch bekannt durch den. Ihr werdet meine Verbündeten nicht töten. Viscaria regelt. Viscaria, der Vogel. Dritten noch rausgeholt. Aber 11-1 jetzt. 11-1. Seitenwechsel. Absoluter Trash-Talk hier wieder im Chat. Finde ich nice. Aber immer noch alles drin. Jetzt haben wir den Seitenwechsel auf jeden Fall. Ich habe einen Spieler hier, der bewegt sich nicht mehr. Hat er wahrscheinlich Connection Lost? Der Dietzen, oder wie da ausgesprochen wird? Dietzen? Ne, bewegt sich wieder. Gut. Was du sagst? Vielleicht Einstellungen. Ja, hätte sein können. Es kann auf jeden Fall jetzt durch den Seitenwechsel frischen Wind reinkommen. Ne? Also jetzt ist nichts gelaufen. Allein durch die Pistolenrunden jetzt kann es noch ein bisschen wild ausmachen. Schauen wir uns jetzt hier mal ein bisschen an, was sie so machen. Löffel Gang treibt es ähnlich wie gegen die Unterhosenmafia. Sage in der Mitte. Mit dem Block. So schnell kam ich nicht mehr auf die Höhe. Schön gemacht für Trusty. Sehr schön gemacht für Trusty. Glück gehabt beim Nachladen. Sehr schön gemacht auf jeden Fall. 5 HP noch. Schwieriges Ding. Aber das ist schon mal ein guter Angriff. 3 gegen 1. Das können sie jetzt gut auscarryen, indem sie jetzt gleichzeitig hier vorpushen. Und sehr schön gemacht. Von allen Ecken kamen wir an. 11-2. Da müssen die Gäste aus dem Chat schon mal nichts sagen mehr. Ja. Das kann jetzt schon mal einiges bewirken. Das sind die ersten Waffen da. Marshall Stinger Action. Eine MP Action, Quatsch. Eine Ghost sehen wir noch. Ne, da ist auch die MP. Und es wird gegengekauft. Leichte Rüstung. Von allen. Gleiche Aktion. Full Buy, was drin war. Zumindest. MP, leichte Rüstung. Und mit fünf Mann und Frau auf A. Die Roboter tauschen sie aus, reden ein bisschen. Kann ja gerne gemacht werden. Ne? Beep, 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 beep und so. Kein Problem. Der Blind. Oh. Der Blind kickt da rein. Ich möchte den Smoke essen. Und hoffen. Okay. Basti macht wieder was. Oh. Ja, schön gemacht. Aber einen konnte ich fast mitnehmen. Immerhin. Angreifer haben es jetzt. Ist natürlich gespielt. Jö, noch einen mitgenommen. 12-2. Erster Matchball dafür für die Blockspielgang. Matchpunkt. Matchpunkt. Es ist eine schnelle Runde, muss ich sagen. Also. Aber bei uns war es auch nicht viel anders. Ihr könnt übrigens alle gerne mal reinschreiben, wie ihr auf eure Teamnamen gekommen seid. Würde mich auch interessieren. Also das ist auch so ein Ding, was eigentlich auch noch interessant ist für mich. Bei Hangover war mein Guest einfach 96 mal verkatert. Da ist der Blasemund wieder am Start. Mental Action. Blind wieder am Start. Blinds sitzen immer. Bisher. Gute Umblinds immer am Start hier. Mit der Action. Bombe in der Mitte. Frei zur Verfügung. Jeder, der will. Quasi wie in Amsterdam. Mit den richtigen Ecken. Nochmal Waffenwechsel. Nächste Aktion probierst. Will er nicht. Okay. Ist okay. Okay, Swan. Trusty Molo. Last but not least. Könnt ihr es noch Besuch vom Cypher bekommen? Bam, Trusty Cypher geholt. Oder mitnehmen. Ist natürlich jetzt auch guter Druck dahinter, jetzt das Match am Leben zu erhalten. Beide wissen nun von ihrer gegenseitigen Existenz. Omen regelt, sag ich einfach mal. Es kommt ein Omen Battle. Spike ist jetzt auch weg. Jetzt wird nochmal ein Smoke reingegessen. 30 Sekunden.
knappes Ding. Omen geht jetzt auch, beide Omen gehen jetzt nach A. Wraith bewacht B. Spot bewachen und so. Schwierige Sache jetzt für Trusty. In 17 Sekunden muss er jetzt planten. Oder zwei holen. Wird zu schwierig. Ah, okay. Noch 10 Sekunden. Vielleicht hat Party geguckt und dann sich gedacht, okay. Verteidiger gewinnt. Leider lag eine Unterhose, die nehme ich. Na, Niederlage. Leider. Haben die Hangovers kein Comeback starten können. Das durch jetzt ein 13-12. Also jetzt das andersrum hier gelaufen. Ich bin Herrscher über dem Meer. Totalit, nee. Blut an den Wänden, irgendwas an den Händen. Ich bin Herrscher über dem Meer. Totalit, nee. Blut an den Wänden, irgendwas an den Händen. Ich bin Herrscher über dem Meer. Totalit, nee. Blut an den Wänden.